Ich würde jetzt gerne demonstrieren, welche Geräte man für eine Magen- und Darmspiegelung beispielsweise nutzt. Wie Sie wissen, dienen diese Geräte dazu, den Magen, also Speiseröhre-Magen, Zwölffingerdarm oder auch den Dickdarm zu inspizieren und unter Umständen auch Eingriffe durchzuführen. Ähnliche Geräte werden auch zur Inspektion der Gallenwege oder auch der Gallenmündung und zu Eingriffen der Gallenwege benutzt. Dieser schwarze Schlauch, dahinter verbirgt sich letztlich ein biegsames Glasfaserkabel, so wie Sie es auch zu Hause für die Internetübertragung benutzen. Das ist biegsam und hier an der vordersten Stelle befindet sich eine Lichtquelle. Wir werden jetzt gleich das Licht anschalten. Sie können sehen, dass hier vorne sich eine sehr starke Lichtquelle befindet und das Bild, das man hier vorne sieht, wird dann auf einen großen Monitor übertragen. Ich kann Ihnen jetzt beispielsweise diese Schrift hier anleuchten und das wird auf dem Monitor gezeigt. Dieses Glasfaserkabel ist biegsam, wird natürlich nach jeder Benutzung mit einer Maschine hochautomatisch desinfiziert und sterilisiert, sodass garantiert keine Krankheitsübertragung stattfinden kann. Diese Geräte sind biegsam und können bewegt werden. Natürlich durch die Hand des Untersuchers. Man kann das Gerät drehen, man kann es vorschieben und zurückziehen. Aber man hat auch hier Steuerungsmöglichkeiten, mit denen man die Spitze des Gerätes bewegen kann, wenn man beispielsweise um eine Kurve herum navigieren möchte. Wir haben beispielsweise hier ein großes Rad. Wenn ich das bewege, bewegt sich der Schlauch nach unten. Wenn ich es anders bewege, bewegt sich der Schlauch nach oben. Umgekehrt gibt es auch ein Rad, mit dem ich das Gerät nach rechts biegen kann und ebenso nach links. Also auf diese Art und Weise, durch Manipulationen der Spitze, aber auch durch Manipulation mit der Hand, kann man das Gerät eigentlich sehr gut bewegen und kann auf diese Art und Weise sich um Kurven herum navigieren, aber auch natürlich bestimmte Stellen, die man inspizieren möchte, dann genauer einstellen. So, wenn man jetzt beispielsweise etwas gefunden hat, was einen interessiert und man möchte eine Probe nehmen, dann kann man durch einen Kanal in diesem Schlauch ein Werkzeug an den Ort des Interesses vorführen, beispielsweise eine solche Zange. Und das möchte ich Ihnen kurz demonstrieren. Wenn Sie die Zange einmal kurz in die Hand nehmen und in das Gerät vorführen, jetzt können Sie gleich sehen, die Kollegin von der Assistenz wird das Gerät jetzt in den Arbeitskanal hineinführen, wird einfach vorgeschoben. Das Gerät ist natürlich lang, das muss erst einmal hineingeschoben werden. Und dies simuliert eine Situation, in der beispielsweise eine Entzündung zu sehen ist. Wenn Sie jetzt eine Entzündung sehen würden, Sie möchten gerne eine Probe gewinnen und möchten es dem Pathologen gerne zusenden, dann wird hier diese kleine Zange durch das Gerät hindurchgeschoben und Sie werden gleich an der Spitze sehen. Hier sehen Sie die Zange, wie sie aus der Spitze herauskommt. Ich kann natürlich die Position der Zange noch manipulieren, indem ich das Gerät hin und her bewege, nach oben oder unten, links und rechts. Dann Zange öffnen, bitte. Jetzt können Sie sehen, wie sich die Zange öffnet. Zange schließen, bitte. Und dann kann man das Ganze herausziehen. Dann haben wir also unsere Probe gewonnen. Umgekehrt, was auch sehr wichtig ist, wenn man beispielsweise auch eine Blutung hat und etwas zur Blutstillung spritzen möchte, man kann beispielsweise auch Substanzen, Medikamente in die Schleimhaut injizieren. Als Beispiel ist hier eine Injektionsnadel. Wenn Sie die vielleicht auch kurz demonstrieren, sieht letztlich genauso aus. Und auch diese Injektionsnadel wird in den Kanal eingeführt. Das wäre beispielsweise bei einer starken Blutung so, dass wir Adrenalin spritzen, um eine Blutstillung zu ermöglichen. Es gibt natürlich auch andere Geräte, die man vorschieben kann. Man kann auch kleine Zangen vorschieben. Wenn man ein Blutgefäß verschließen will, kann man Zangen vorführen oder Klammern und die ähnlich aussehen wie Wäscheklammern, die kann man dann vorführen. Und so, jetzt sehen Sie hier vorne, das ist eine Injektionsnadel. Ich werde das hier etwas vorhalten. Auch hier könnten Sie die Position variieren
Und jetzt bitte die Nadel ausfahren. So, okay. So, die Nadel ausfahren. Und das ist in diesem Fall, sieht man das nicht so gut. Okay, doch, also das ist jetzt eine Schlinge, Entschuldigung. Okay, also das ist jetzt eine Drahtschlinge, mit der wir jetzt zum Beispiel einen Polypen ausfüllen können. Aber auch die können wir jetzt demonstrieren. Also jetzt nochmal bitte die Schlinge ausfahren. Sie sehen, hier ist eine Drahtschlinge, mit der können wir einen Polypen umfassen. Drahtschlinge bitte schließen und einziehen. Auf die Art und Weise können wir auch Gewebe oder kleinere Polypen entfernen. Entschuldigung, ich dachte zunächst, es sei eine Spritze. So, aber auf die Art und Weise, das zeigt Ihnen, dass man verschiedene Werkzeuge, Drahtschlingen, man kann Injektionsspritzen, man kann Klammern vorführen und wie gesagt auch Zangen. Das heißt, man kann Manipulationen durchführen, Eingriffe, aber man kann auch Gewebe gewinnen. Das sind sozusagen die Werkzeuge, die man benutzt, um Magenspiegelung durchzuführen, Darmspiegelungen durchzuführen und ebenfalls um Eingriffe an den Gallenwegen durchzuführen. Dafür werden auch diese Glasfaserkabel benutzt. Vielen Dank.